zum letzten Jahr, der Pfarrer von St. Leopold. Ich möchte euch heute wieder ein bisschen erzählen, was ich so alles erlebt. Aber ich habe jetzt noch einen zweiten Job, weil es ist ja in Freiburg Klimanotstand. Ich bin auch noch kirchlich Beauftragter, Feinstaubanalyst. Und da muss ich immer schauen, dass der Feinstaub die Grenze hält. Und da kann man eine Übung machen. Wenn man nämlich zum Beispiel bei einer Küchenrede ganz kräftig klatscht, dann wird der Feinstaub gebunden und das hilft dann schon ein bisschen. Und das könnt ihr die ganze Zeit dann auch machen. Ja, das macht aber bevor ich anfange zu erzählen, möchte ich mich entschuldigen. Bei allen. Ja, du kannst ja heute nichts mehr sagen, ohne dass irgendjemand beleidigt ist. Und dann hast du so diese neue Form vom Klimawandel, den Shitstorm. Also entschuldige ich mich bei den Jungen und den Alten, bei denen, die den Mund nie halten, bei den Omas, die fahren SUV mit ihrem steifen Knie, bei den Schülern, die am Freitag demonstrieren gerne, und bei denen auch, die bald was lernen. Ich entschuldige mich bei denen, die sich für meine Witze schämen und bei allen, die vor Langeweile gähnen. Ich entschuldige mich bei den Dünnen und natürlich bei den Dicken, auch wenn ich da gerade keinen kann erblicken. Ich entschuldige mich bei jeder Frau und jedem Mann und bei jedem anderen Geschlecht, was man halt sonst noch so haben kann. Ich entschuldige mich bei der Gute und bei der Schlechte, bei der Linke und bei der... Nee, bei denen entschuldige ich mich nicht. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, mir ist einer mit einer braunen Hautfarbe lieber als einer mit einer braunen Gesinnung. Ja, ich habe das neulich gesehen, im Kaiserstraße unterwegs gewesen, kommen zwei Polizisten auf so einen Asylbewerber zu und fragen, können Sie sich ausweisen? Sagt, dann müssen wir das jetzt auch noch selber machen. Aber ich wollte ja von meinem Leben erzählen, ihr habt es vielleicht gehört, Bayern München, da ist jetzt der Max Eber als neuer Manager. Und seine erste Amtshandlung, er hat bei mir angerufen, ob ich nicht für Bayern spielen will. Und ich habe gesagt, ich kann ja eigentlich gar nicht richtig Fußball spielen. Und er hat gesagt, aber es wäre eine Wahnsinns-Werbefläche auf dem Trikot. Ich habe neulich zwei Schwestern bei uns im Kloster belauscht und da sagt die eine, ich habe jetzt ein Geschenk für den Pfarrer, nämlich was, das geht von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Sagt die andere, Rennmotorrad? Nee, Badezimmerwalk. Aber ich muss noch mal ein bisschen zurück auf Politik. Die Klimakleber, habe ich jetzt gesagt, sie wollen das Klima festkleben. Sie hören auf mit dieser Kleberei. Ist ja klar, was wollen die noch blockieren? Die Züge fahren immer, da ist Streik, Straßenbahn fahren immer, da geht gar nichts mehr. Flieger tun immer, wenn Flughäfen streiken. Und wenn dann irgendwann mal was läuft, dann stehen drei Traktoren halt alles auf. Die brauchen sich nicht mehr festkleben. Aber das ist ja Politik, ist schon spannend zur Zeit. Also, als da im Sommer der Kanzler plötzlich mit so einer Seeräuber-Augenklappe im Parlament aufgetaucht ist, da habe ich erst gedacht, jetzt will er uns auch äußerlich zeigen, dass er uns alles nehmen will. Sagen, was er will, ist ja nicht so seine Stärke. Und im Hintergrund habe ich schon so private Schiffe mit Kanone für den Doppelwumm. Aber dann fiel mir das Sprichwort ein, unter dem Blinden ist der einäugige Kanzler. Übrigens, neulich war der Olaf Scholz bei der Angela Merkel. Er hat gesagt, wir wollten mal schauen, wie es ihr so geht und so. Und was ihm besonders gefallen hat, das war der hier in der Westkurve, das Aquarium. Und dann hat sie gesagt, ich liebe das Aquarium, weil man da am besten sehen kann, wie sich hohe Intelligenz auf niedere Intelligenz überträgt. Und dann hat sie mit dem Finger so gemacht, die Fische sind alle in die Richtung geschwommen. Dann hat sie so gemacht und die Fische sind da andersrum geschwommen. Und dann ist sie kurz rausgegangen. Olaf Scholz war immer noch an dem Aquarium. Und dann hat sie gesagt, und klappt's? Ja, der Olaf Scholz gesagt. Ja! Neulich ist einer zu mir gekommen und hat gesagt, mein bester Freund Thomas ist gestern mit meiner Frau abgehauen. Da
Dann sag ich, seit wann ist der Thomas dein bester Freund? Seit gestern. Aber ich mache auch manchmal Hausbesuche. Und kürzlich war ich bei einer Alleinerziehenden und die hat gesagt, sie möchte mir mal ihre 7 Söhne vorstellen. Und dann hat sie gerufen, Paul. Und dann sind alle gekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist praktisch. Also die heißen alle Paul. Und wenn ich alle haben will, dann rufe ich einfach und dann sind sie gleich alle da. Dann habe ich gesagt, ja, aber was ist, wenn du nur einen von denen habe? Ah, dann rufe ich den Nachnamen. Aber was anders, jetzt auch im Januar war es ziemlich kalt. Sogar mein Kontoauszug war wie minus. Aber die Welt ist komisch geworden, das muss ich euch auch sagen. Also wenn ich am Freitag voll Fleisch esse und ich sage, oh, ich bin halt Katholik, dann heißt es, boah, wie altmodisch, wie konservativ. Aber wenn ich sage, ich habe heute meinen Veggie-Day, dann bin ich voll im Trend. Neulich habe ich mit einem Klempner unterhalten und der hat mir erzählt, es hat neulich bei ihm nachts um 2 das Telefon geklingelt und er ist halt rangegangen und dann hat er gesagt, ja, bei mir stehen 20 cm Wasser im Keller, kommen Sie mal vorbei. Dann hat er gesagt, ja, doch nicht nachts um 2. Dann sagt der andere, doch, ich bin Arzt und ich muss auch nachts zu meinen Patienten kommen und mit was ich. Also ich halt hingegangen zu dem, da Treppe runtergeschaut, das Wasser war inzwischen so hoch. Dann hat er 2 Dichtungsringe reingeschmissen und hat gesagt, beobachte es mal, wenn es in 2 Tagen nicht besser ist, dann komme ich nicht. Bei der Berufswahl. Politiker sagen immer, Leistung muss sich wieder lohnen. Aber ich denke, irgendwie ist das Quatsch. Habt ihr schon mal eine Klofrau gesehen? Also in so einem Kaufhaus oder so, ja? Wenn die nur an ihrem Stuhl sitzt und die Leute laufen vorbei, ja, dann wirf schnell was rein, weil du schlecht gewissen hast. Wenn die aber hindisch ins Klo putzt, dann gehen alle vorbei und sie kriegt nichts. Also, wenn sie schafft, kriegt sie nichts. Wenn sie da sitzt, kriegt sie was. Ich habe mir lange überlegt, ob ich nicht sogar Großfrau werde, wie das geht. Und dann habe ich gedacht, naja, einmal in der Woche kannst du aber schaffen und bin Vaterwochen. Nee, aber in Wirklichkeit gibt es 3 Gründe für meine Berufsentscheidung. Erstens, man muss bei der Wandlung nicht nähen. Zweitens, man muss nichts in Kollekte schmeißen. Und drittens, bleibt bei der Kirchmelde immer ein reservierter Platz. Die Kirche wurde jetzt auch ein bisschen moderner werden und da gibt es jetzt auch neue Sachen, die man eingeführt habe. Zum Beispiel Sportwetten. Gottset heißt das, ja. Und da ist gleich zum Beispiel, wird der kleine David den großen Goliath schlagen? Machen Sie aus 10 Euro 350, die Sie dann gleich für unsere neue Orgel spenden können. Oder es gibt Quizfragen. War Maria A. Skorpion? B. Wassermann? Oder C, Jungfrau. Oder das Evangelium wird vorgelesen. Die Ehebrecherin kauert am Boden. Um sie herum stehen 20 Männer mit schweren Steinen in der Hand. Jesus hebt den Blick und betrachtet die Menge. Wie wird er reagieren? Wird er den ersten Stein werfen? Das erfahren Sie in der Fortsetzung am kommenden Sonntag. Apropos, ihr kennt ja das, Jesus steht da und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Dann kommt von hinten ein Stein nach vorne geflogen. Dreht er sich um und sagt, oh Mama. Neulich war ich mal in einer fremden Kirche zum Gottesdienst halt und da irgendwas ging da nicht, das Mikrofon, ich bin da nicht klargekommen. Und dann sage ich am Anfang vom Gottesdienst, da stimmt was nicht mit dem Mikrofon. Und die Gemeinde antwortet, und mit deinem Geiste. Aber jetzt ist ja mal wieder Aschermittwoch. Jetzt ist ja am Aschermittwoch. Da waren ganz viele Leute in der Kirche.
und ich habe gewünscht, dass alle das Aschekreuz sehen. Und da waren Eltern am Ende dran, dann habe ich zu denen gesagt, du kannst mir nicht helfen, das Aschekreuz auszuteilen. Und dann hat er gesagt, ja, was muss ich denn machen? Ich sage, einfach bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Dann hat er nochmal gefragt und nochmal gefragt und ich habe es jedes Mal wieder erklärt. Und wenn man schon sagt, steigt ihr hinausgehen, sagt er nochmal, wie heißt es der Spruch nochmal? Dann habe ich gesagt, oh, du bist ein Depp und bleibst ein Depp. Ja. Und dann kriege ich das halt mit so, wo der neben mit mir steht und zu jedem sagt, du bist ein Depp. Nochmal sind die Leute zu mir und sagen, ich steige, komm, und sage, oh, Herr Pfarrer, wo das noch Lateinisch war, jetzt uns besser zu sagen. Ja auch mitkriegt, der Franz Beckenbauer ist neulich gestorben. Dann hat der Petrus gesagt, Mensch, jetzt machen wir ein Fußballspiel eventuell. Hat den Teufel angerufen und hat gesagt, also pass auf, René Beckenbauer, der Pelé haben wir schon lange, der Gerd Müller spielt bei uns, wir fordern euch raus, sagt der Teufel, aber vergiss nicht, dass wir alle Schiedsrichter hin. Noch was aus dem Alten Testament, Moses kommt vom Berg runter, die alle warten, was hat er uns jetzt zu sagen? Da sagt er, na, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich konnte ihn von 25 auf 10 Gebote runterhandeln, aber die schlechte, Ehebruch ist immer noch dabei. Aber das liebe Sünde ist ja auch alles schwierig und wir haben ja jetzt auch Telefonbeichte einführt. Er ruft an und dann heißt, dieser Anruf kostet von vornherein als Grundbuße drei Vater Unser und eine Grüße heißt Maria. Danach wollen Sie ein persönliches Gespräch mit einem Seelsorger, dann drücken Sie die 1. Drückt man die 1, hört man Folgendes. Leider sind alle unsere Seelsorger für die nächsten Jahrhunderte mit Verwaltungs- und Strukturierungsaufgaben beschäftigt. Aber Sie bekommen im Fegefeuer genügend Zeit zu warten. Und die 2, dann hört man, verstoßen ihre Sünden gegen die Gebote 1 bis 5 oder 7 bis 10, nennen sie die bitte je nach Signalton, nach Art und Häufigkeit und warten sie, bis der Beichtautomat ihnen eine entsprechende Buße und Lossprechung zuspricht. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Verstoßen ihre Sünden jedoch gegen das 6. Gebot der Keuschheit, so schicken Sie bitte eine ausführliche Beschreibung Ihrer Sünden samt entsprechendem Bildmaterial an die Adresse 3.6. Neulich war ich in einer Zoohandlung, da war so ein kleines Mädchen, vielleicht 10 Jahre alt, und die hat gesagt, sie hätte gerne mehr Schweinchen. Der Verkäufer war sehr bemüht, möchte dieses braune mit dem schwarzen Streifen, oder das Weiße, das so goldig aussieht, wird das Mädchen gesagt, das ist meiner Europa egal. Und nochmal zur Kirche. Der Papst Franziskus hat ja einiges geändert. Er sagt zum Beispiel die wichtigen Dinge nimmer auf Lateinisch. Jetzt verstehen ihn zwar die Menschen, aber seine Mitarbeiter nicht mehr. Ja, der Papst hat ja so seine Leibwächter, ja? Die beschützen ihn. Früher sind sie beschützt, wenn er aus dem Vatikan rausgefahren ist. Jetzt beschützt ihn, wenn er in den Vatikan reinfährt. Plötzlich habe ich so einen pubertierenden Jungen gehört, der seinen Vater gefragt hat, kannst du mir mal die Taschenlampe leihen? Ich möchte heute Abend mit meiner Freundin in den Wald gehen. Sagt der Vater, also wirklich, zum Knutschen haben wir früher keine Taschenlampe mitgenommen. Sagt der Sohn, ja, wenn ich Mama anschaue, sehe ich das. Ihr seid ja nicht zum Vergnügen da. Ihr könnt euch auch ein bisschen einbringen. Und ich schlage vor, dass wir miteinander ein Lied singen. Was ganz Einfaches. Marmorstein und Eisenbricht ist ja von Trafi Deutscher. Wir sind ja miteinander verwandt. Also ich bin Trafi, aber ich bin auch ein Deutscher. Ja, wir probieren das einfach nochmal miteinander. Und ihr sprecht mir jetzt einfach mal nach. Marmorstein und Eisenbricht. Marmorstein und Eisen bricht. Marmorstein, nicht Marmorkuchen. Das muss kräftiger kommen, ja? Und dann ist gar nicht so einfach, gell, vom Brecher zu singen.
ohne dass es zum Kotze klingt. Da müsst ihr euch noch ein bisschen Mühe geben. Und dann kommt ja der Refrain. Früher hieß es ja Dam Dam. Aber ihr wisst ja, heute wird alles auf Englisch gesungen. Also Dam Dam. Dam Dam. Macht man? Dam Dam. Also gut, das ist schon ganz gut. Wichtig beim Singen ist aber auch das richtige Atmen, sonst funktioniert es nicht. Da schlage ich einfach vor, damit es weg einfacher ist. Die linke Seite von mir aus gesehen, die atmet und die rechte singt, ja. Und dann ist einfach wieder raus, ja. Das ist einfach. Aber jetzt wollen wir es wirklich mal probieren mit einem Ton. Könnt ihr mir mal ein O geben? O? O? Habt ihr ein E? Ein E? Gibt es ein E? E? Sag mal E. E. Also dann versuchen wir es mal miteinander, ja? Beine nicht, wenn der Regen fällt. Dem, dem. Alle zusammen, ich höre nichts. Thank you.